Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Xenia und ich zeige euch heute den Inhalt meiner neuen Brand News Box. Also ich habe das schon kurz aufgemacht, aber noch nicht wirklich reingeschaut, aber man sieht schon was ein bisschen. Das ist, glaube ich, die Schiedwetter Box, heißt es. Es hat, ich glaube, 15 Euro gekostet. Ja, also fangen wir schon mal an, würde ich sagen. Als erstes haben wir von Werther's Original Caramel Popcorn drin. Das habe ich schon gesehen. In Rewe, glaube ich. Das sieht sehr, sehr lecker aus. Als nächstes haben wir von Gefro Bio Allwürz Mittelklare Brühe. Dafür freue ich mich sehr, 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 weil es mir gerade leer geworden ist. Also super, jetzt kann ich das auch testen und ich koche sehr oft Suppe. Dazu ist es perfekt. Als nächstes haben wir von Miracoli Presto sonnengetrocknete Tomate. Ja, so sieht es aus. Finde ich auch ganz cool. Das wäre was für meinen Freund auf jeden Fall. Da haben wir von Pukka Feel New Bio Tee. Klärende Teemischung aus Anis, Fenchel und Kardamom. Ich hasse Anis, also den Geruch von Anis. Und das hier riecht komplett nach Anis, also das werde ich wahrscheinlich weiter schenken. Hier haben wir von Dr. Oetker Vitalis Multicorn Müsli mit dunkle Schoko und Nuss. Ja, das findet man auch in ganz vielen Supermärkten. Das wäre dann auch was für meine Freunde. Das finde ich hier cool, das ist von Pringles Rice Fusion. Indian Chicken Tikka Masala. Ja, mal ein bisschen Chips, aber nicht salzig, nicht mit Paprika, nicht mit Sour Cream, sondern mal was Neues. Hier haben wir von Heiße Tasse Süßkartoffel und Curry mit Leinsamen. Okay, klingt sehr special. Also ich mag kein Curry, Süßkartoffel, nee. Also, ja, mal schauen, was wir damit machen. Als nächstes haben wir von Bella Crema Kaffeebohnen drin. Das war auch in der Brand News Adventskalender drin. Leider rieche ich immer noch nichts. Ja, also Kaffeebohnen von Melita. Ja. Hier haben wir noch was, was auch in dem Brand News Adventskalender drin war, und zwar Filled Caramel Drops. Also so kleine Schokobonbons mit, nee, Karamellbonbons mit Karamellfüllung. Okay, das ist ein bisschen anders wie in dem Adventskalender. Was ist das hier? Das ist von Schammel Rachenputzer. Okay, gut. Das ist Meerrettich, extra scharf. Das ist bestimmt irgendwas für meinen Freund. Er liebt Meerrettich. Ich mag das nicht so wirklich. Aber dieser Name Rachenputzer finde ich sehr, sehr lustig. Das sagt immer einer von unserer Kumpel. Der man nutzt dieses Wort für sich selber, aber in einem etwas sexuellen Form. If you know what I mean. Also davon werde ich ihm auf jeden Fall ein Bild schicken. So, hier haben wir, oh ja, von Beefy Roll Turkey Geschmack. Jetzt fällt das mir nicht ein auf Deutsch. Turkey. Pute ist. Ja, Pute, ja. Finde ich sehr, sehr cool. Hier haben wir, ich hasse es schon, überall kriege ich Moikal. In jeder Gourmet-Box, Gourmet-Adventskalender ist Moikal drin. Ja. Hier haben wir wieder dasselbe wie in der vorletzten Brand News Box. Das werde ich auch weiter schenken. Als nächstes haben wir hier von Princess and the Pea. Boah, das klingt süß. Erbsendrink. Oha, was ist das denn? Laktosefrei, glutenfrei, Schokogeschmack. Ist es Milch? Aus Erbsen? Keine Ahnung. Das darf mein Freund testen. Er mag Erbsen.
So, und als nächstes zeige ich drei Sachen hintereinander. Das sind drei Regeln. Der eine ist von Kellogg. Raw Fruits, Nuts and Oats. Kakao and Hazelnut. Okay, also das ist so eine Nuss-Schokoriegel. Dann haben wir von Mr. Jim Peanuts in Chocolate, auch was ähnliches. Ja, Schoko-Nuss-Riegel. Und das hier ist von Pulsar Nutrition, Natural Bar Superfood, Date and Sour Cherry, also Datteln und saure Kirschen, Makai, Akai, Spirulina. Okay, also irgendwelche Nutrition, wahrscheinlich so Proteinriegel oder sowas ist es. Und als letztes, oh, nee, das ist nicht der letzte. Als nächstes haben wir hier von Drei Glocken Goldei Landnudeln. Also so gedrehte Bannnudeln. Finde ich sehr, sehr cool. Ich koche in letzter Zeit sehr viel Nudeln. Aber wegen dem Hund. Ja, das freut mich. Oh, das ist ganz cool. Von Kissa. Ist es Kurkuma for Latte Mix. Kurkuma mag ich. Schmeckt ganz... Nee, ich meinte Couscous. Nee, Kurkuma habe ich noch nie gegessen. Bio-Schwarz-Tee-Getränke-Mischung mit Kurkuma. Die Dose ist sehr, sehr schön. Bin mal gespannt. Schwarz-Tee. Cool. Das nehme ich wahrscheinlich fürs Büro mit. Da trinkt jeder Tee. Und das ist jetzt als letztes von... Ich glaube, das sagt man Frischenet. Mia Vollmundig Fruchtig 2016. Ich glaube, das ist ein Wein. Ja, ich glaube, Rotwein ist es. Finde ich jetzt nicht. Genau. Wundervoll fruchtig Wein. Typischen spanischen Rebsorten zu kreieren, zusammen mit Frischenet ist mir dies mit Mia gelungen, mein Wein, meine Leidenschaft. Gut, also ein Wein ist es. Und unser Box ist, oh doch, da kann man riechen. Aber ich rieche nichts. Okay, das, einerseits rieche ich nicht viel, zweitens, was ich rieche, gefällt mir nicht so gut. Und wir können das auch nicht benutzen, also ich werde das auf jeden Fall jemandem weiterschenken oder das auch ins Büro mitnehmen, weil dort haben wir so eine Kaffeemaschine. Jo, unsere Box ist jetzt leer. Genau. Also ich muss sagen, für 15 Euro gefällt es mir sehr, 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 sehr gut. Versuch es zuzumachen. So. Damit ich gleich noch ein Profilbild mit der Box machen kann. Jo, also ich rechne mal ganz kurz zusammen. Wir haben 1, 2, nochmal. Noch 19 Produkte, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also 19 Produkte für 15 Euro finde ich mega super und es sind wirklich coole Produkte. Also die, auch wenn die alle nur 1 Euro kosten würden, würde es schon Sinn machen. Aber das kostet hier 2 Euro, das kostet mindestens 2 Euro, das kostet hier bestimmt auch 2-3 Euro und, das kostet 1 Euro, auf der Tankstelle 2. Also ich finde es super, mir hat es sehr gefallen. Ich empfehle das auf jeden Fall, wenn ihr das noch bestellen könnt, macht es. Leider habe ich für Brand News keinen Code für euch. Irgendwie funktioniert es auf der Seite noch nicht. Wir arbeiten dran. Es wird auch bei Brand News möglich sein, irgendwann mal Freunde zu bewerben. Und dann werde ich unbedingt meinen Code euch mitteilen. Aber bis dahin könnt ihr bei den unterschiedlichen Videos sehen. Ich habe für Degusta Code für Glossy Box, für... Pinkbox werde ich gleich einhaben. Nee, bei Pinkbox müsst ihr mich anschreiben, weil ich brauche eine E-Mail-Adresse. Ich habe noch für Goodiebox. Was gibt's noch? Für HelloFresh habe ich auch. Und noch. Noch irgendwas. Es gibt noch ein Beautybox.
Nee, okay, das war's. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like und abonniert meinen Kanal. Ich werde unbedingt noch weitere Videos drehen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!